Ohio, Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist wieder eure Josie mit einer React-Time und wie immer, am Anfang eines Streams. Ja, ich weiß, ich bin hier auf YouTube und denke jetzt Stream. Ganz einfach, ich stream das Ganze natürlich live auf Twitch, wenn ihr da mal dabei sein wollt. Unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Könnt ihr draufklicken und gucken, wann ich streame. Meistens samstags oder sonntags. Und dann, könnt ihr euch das mit angucken, live, wie wir das streamen. Kleiner Disclaimer. Es könnte Werbung drin vorkommen und um mich da vor kleineren Dingen zu schützen, da oben ist Dauerwerbesendung eingeblendet, also nicht wundern. Gut, dann starten wir mal rein. Wir wechseln mal in den Live-Bereich. Ja, ihr müsst wissen, das macht man mal öfters, dass er so kommt. Aber eins gleich noch. Ja, nein, das machen wir später. Genau. Achso, was ich noch ansagen wollte. Ich hoffe, diese Woche ist wieder ein Spruch der Woche dabei. Letzte Woche hat er gefehlt. Das fiel unserem Kistenkater gleich auf, als er das die Folge nachgeguckt hat. Und ja, aber wir schauen mal. Die Folge diese Woche heißt Sechsjährige Freundin. Ja, das kann entweder heißen, dass sie sich schon seit 6 Jahren kennen oder dass die noch sehr klein ist. Aber wir gucken mal. Wir starten hier. Ich bin mal gespannt, was die Papageien heute wieder anrichten. Oh Gott, das stimmte wirklich. Ich dachte, jetzt kommt Papagei. Was kommt dann? Ein Oktopus. Ich liebe ja Oktopusse. Also, sowohl zum Essen als auch in Aquarien. Das sind tolle Tiere. Abgesehen davon, dass der mein Lieblings-James Bond-Film Oktopussy heißt. Ja, ich bin großer James Bond-Fan. Und ja, aber ein sehr lauter Start dieses Mal zu den Twitch Clips Germany. Ja, gucken wir mal. Nobody raise their voices. Aus. Das war eine geile Reaktion. Aber das war cool gemacht, echt geil, muss ich sagen. Also der Hund ist musikalisch, das muss man ihm lassen. Und er hört gut, auch wenn er murrt. Aber ich fand das toll gemacht, also kann man machen, finde ich gut. Ja, ehrlich, also war ein schöner Clip. Klar, rein da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Chat, wo sind wir? Oh nein, ich bin in Jenyans Zimmer gelaufen. Also wenn Jenyans Zimmer so aussieht, dann möchte ich das gerne auch mal so richtig sehen, so in live. Weil, hey, cooles Zimmer. Alles voll mit Anime-Sachen. Geil. Echt geil. Ja, ich finde Animes und Mangas genial. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe hier auch eine ganze Menge liegen. Ich habe auf meinem Rechner auch so ein bisschen was, wo ich das gucken kann. Also nicht Animes selbst, sondern mit Crunchyroll. Da haben wir die Werbung. Okay. Nimm den anderen, Mann! Sitzt jetzt neben an deinem Schrank oder was? Ja. Geil. Jetzt in deinen Schrank. Jetzt guckt er in den Schuh. Haut er jetzt ab? Oh Gott, ist der Ich doof. bin gut! Ey, das war cool. Also auf solche Ideen muss man erstmal kommen. Allerdings muss man auch dazu sagen, der Fänger war natürlich jetzt nicht der hellste im Kopf, aber cool gemacht. Muss man sich merken, wenn man das spielt, Dead by Daylight. Also, wenn zwei Schränke nebeneinander sind, immer schön zusammen, dann wird der eine geschnappt, der andere kann ja den Schrank wechseln. Genau, gut. So, weiter. Kann nur gut werden. Gleich funktioniert's. Ja, hier ist was. They made something. Like butter, baby. Hey, cool. Maschine. Wow. Ich pass nur auf. Hey, cooler Solo-Run in dem Sinne. Weil der zweite hat ja nichts gemacht. Sie hat es alleine hingekriegt. Aber ist cool gemacht. Also Respekt, Respekt.
Ich mache das einfach alle paar Minuten. Aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, Jona, weil es wird hier irgendwie immer voller. Ja, Micky schon was geschrieben. Nicht geguckt. Okay. Ist die dumm? Nee, oder? No way. Ich kann nicht mehr? Hä? Bist du blöd? Dreh dich um. Oh! Wie lange? Ja, so kann's gehen. War auch nicht schlecht. Ich habe mich erst gewundert, warum der Kameramann als auf sie drauf geht und nicht auf die Hauptperson. Aber es ist auch nicht schlecht. Also, ja. Ich hätte mal gefragt, wie lange sie das doch ausgehalten hätte, hinterher zu laufen oder erkannt zu werden, wenn sie nicht durch den Chat drauf aufmerksam gemacht worden wäre. Ah, cool, cool. Cool, cool. Ja, ja. Micha, hier ist ein Witz über Matteo von Bonjour. Matteo geht zu einem Arzt und sagt: Herr Doktor, ich habe ein Problem. Jedes Mal, wenn ich ein Spiel verliere, bekomme ich Bauchschmerzen. Der Arzt antwortet: Das ist kein medizinisches Problem. Sie sind nur zu wettbewerbsfähig. Matteo sagt: Okay, aber was kann ich dagegen tun? Der Arzt antwortet: Versuchen Sie einfach öfter gegen Simon Kretschmer zu verlieren. Und was war daran jetzt irgendwie witzig? Also ich fand den Witz nicht witzig. Vielleicht habe ich die Pointe verpasst, aber... Ja, genau. Ja, also vom Aussehen her passt sie schon mal bedingt. Von der Choreografie müssen wir noch dran arbeiten. Aber das Aussehen passt ja schon mal. Sicher, hier ist ein Witz über Simon Kretschmer. Simon Kretschmer geht zu einem Friseur und sagt: Ich brauche einen neuen Haarschnitt, aber ich habe nicht viel Zeit. Können Sie das schnell machen? Der Friseur antwortet: Kein Problem, ich habe die perfekte Lösung für Sie. Er nimmt eine Schere und schneidet einmal durch Simons Haare. Fertig, sagt der Friseur. Simon sieht in den Spiegel und sagt: Wow, das ist erstaunlich, aber wie hast du das so schnell geschafft? Der Friseur antwortet: Nun, ich bin ein großer Fan von Bonjour und ich habe all deine Videos gesehen. Ich wusste genau, wie der Haarschnitt aussehen sollte. Weil Matteo seine Haare immer selbst schneidet. Was ist denn da für ein Beef, Chat? Warum ist denn da so ein Beef? Ja, also, warum die beiden Beef haben, würde mich jetzt auch mal interessieren. Aber hey, das ist doch cool. Vielleicht sollte ich meiner Friseuse auch vorschlagen, dass sie meine Videos guckt, damit sie weiß, wie sie meine Haare schneiden soll. Nein, ganz ehrlich, also meine Friseuse ist echt toll. Und ich gehe gerne zu ihr. Erstmal können wir geil miteinander labern. Und zweitens macht sie meine Haare immer so, wie ich dir das genau vorstelle. Ohne, dass ich weiß, dass ich mir das so vorstelle. Ja, ja, genau. Also... Wenn ihr einen Friseur oder eine Friseuse habt, mit der ihr gut auskommt, behaltet sie euch, denn man findet selten eine Ausweichmöglichkeit. Kak, we have to wait for the very slow dancing poles out of the water. Oh, Glück gehabt. Das geht aber nicht gut. Oh, doch. Oh, cool. Hey, der Kak, ist we cool. Are a pro gamer, as we say in Germany. Okay. Also, das Springen war nicht schlecht. Am Englisch könnte man eventuell vielleicht noch arbeiten. Deswegen lasse ich das Englische immer, weil ich kann es auch nicht so besonders perfekt so. Also perfekt schon mal gar nicht, aber ja, es reicht für das, für was ich es brauche. Genau. Ich habe eine Tochter. Katha. Nein. Ich sehe sie viel zu selten, aber immer. Nein. Kann ich für sie sorgen. Bestimmt hart, und morgen dann alle. Nicht bei ihr zu sein. Hm. Und die Mutter? Ja, das ist doch mal schön, so ein Spiel zu spielen und dann so ein kleines Anspiel auf den eigenen Namen darin zu finden. Ich hab das immer, wenn ich Sascha Krabbel gucke und er seine Schildkröte rausholt. Josie, ja. Ja, so kann's gehen. Aber es Jedi Survivor ist doch ein Game, wo ich mich mal dran probieren möchte bei Gelegenheit, aber die Gelegenheit ist gerade nicht da. Ich schneide die Tomaten da drin, okay? Also ihr müsst verstehen, ich hatte halt immer einen, da hatte diese zwei Griffe, habt ihr an die Seite gemacht, zugedrückt
und konnte dann drehen. Der war easy. Den kannst du nicht auseinander machen. Oh. Hahaha. Der Moment, in dem du merkst, dass dein neuer Dosenöffner genauso funktioniert wie dein alter, nur anders aussieht. Ja, sowas soll's geben. Obwohl die meisten Dosenöffner so funktionieren, als dass man sie auseinanderzieht. Anknallt, zusammen macht und dann dreht. Es gibt natürlich auch noch die, wo man drauflegt, draufhaut. Das ist dann immer schlecht für die Handfläche. Und dann macht man diesen Hebelgriff. Oder wie beim Schweizer Taschenmesser rein und dann klack, 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 klack und rum. Also geht auch. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit sind natürlich die elektrischen. Entweder legt man sie oben auf, drückt einen Knopf oder man klappt sie unten an und dreht und drückt einen Knopf und schon funktioniert das Ganze. Ist am einfachsten, aber bei den elektrischen muss man immer vorsichtig sein. Gerade bei denen, die man so anklickt und wo die Dose dann in der Luft schwebt, weil wenn das Ding runterknallt, hat man die Sauerei. Esslöffel Backpulver ins Wasser schütten. Natron ist laugig. Und ich glaube, Algen finden eine saure Umgebung geil und vermehren sich, wenn der See sauer wird vom pH-Wert. Das heißt, wenn du Backpulver da reinballerst, wird es laugig und dadurch vermehren die sich nicht so krass. Ich nehme A. Wäre im Moment mein Favorit. Ich tippe auf C. C, sorry. Ja, aber ich habe jetzt klar, A gedrückt, weißt du? Eingeloggt. Ach so. A drücken, um C zu Alter, das sind voll die krassen Infos, wirklich, die du hier wirklich, droppst, wirklich. Ey. Ein starker Algenbefall im Gartenteich lässt auf einen hohen pH-Wert im Wasser. Boah. Alter. Wer auf chemische Hilfsmittel verzichten möchte, nimmt einen Eichenast. Ich hasse mein Leben. Ich erkläre falsch einfach. Ja, manchmal sind die Infos, die man hat, eben doch nicht richtig. Und genau. Kistenkater, das mit der Werbung, kann sein daran, dass du reingekommen bist und dann bei Stream die entsprechende Zeit schon gelaufen ist und dann wieder die Werbung kommt. Die Werbung ist ja bei mir streamabhängig und wenn du natürlich reinkommst, hast du einmal die Werbung vom Stream und einmal die Werbung von deinem Einloggen. Deswegen, also das kann passieren. Tut mir leid, kann ich leider jetzt momentan nichts dran machen, aber ja, genau. Schön. Ja, aber ganz ehrlich, Heribert Hirte ist einfach, oh Alter, Heribert Hirte ist halt auch noch, uff, das ist auch nochmal so ein Kaliber. Also das sind richtig die Profis bei der CDU einfach. Da hatte keine Argumente mehr und schrieb dann, nur dass ich mehr Follower habe als sie. Ach, ich erinnere mich. Na, wenn das für sie ein Totschlagargument ist, würde ich auch gerne meinen Hut in den Ring werfen. Kam keine Antwort. Bis heute, schade. Ja. Wenn es nach den Followern gehen würde, in der Politik, also in der deutschen Politik, ich glaube, da würden einige Politiker ganz schnell aus dem Rampenlicht verschwinden, weil die gar keine Follower haben. Weil die nicht einmal mit den sozialen Medien umgehen können. Andere dagegen würden nach vorne kommen und ob das dann so gut wäre, weiß ich auch nicht. Aber ein Gronkh als Bundeskanzler? Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, das wäre mal gut. Dann würde wenigstens endlich mal ordentlich Politik gemacht werden. Ich sehe auch nichts. Hier, warte, ich droppe dir das mal. Guck du mal, ob du damit was siehst. Ach so, ja, ich gehe jetzt rein und werde sterben. Hast du dich? Yeah. Oh nein! Ich hasse dich so sehr. Ne? Ich hasse dich, ich spiele nicht mehr mit dir, ich hasse dich. Wieder mal ein berühmtes Beispiel des Spruches, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Im Koop in einem Horror-Game und dann von der Partnerin eingeschlossen werden, das ist geil. Jetzt ist natürlich die Frage, wer von beiden hat jetzt den Vorteil? Wenn er jetzt da drin in Sicherheit ist, weil der Geist oder die Bösen draußen sind, hat sie denn das Pech? Wenn es umgekehrt ist, ja, dann war es gemein. Ich muss sie dir kurz vorlesen. Darf ich sie dir kurz vorlesen? Ja, tu das. Ich kann nicht mehr.
Okay, die Nachricht geht. Hallo Ash, es tut mir leid, du bist einfach nicht meine Waifu. Ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, ich könnte dich einfach nicht lieben auf Dauer. Du bist eher so eine coole Freundin, mit der ich auch mal mehr machen würde, wenn sie ja sagt. Aber nicht Waifu, sorry. Du bist sexy, aber nicht wie eine Frau, mit der man alt werden möchte. Und du bist etwas nervig. Sorry, länger als eine Woche würde ich dich nicht aushalten, glaube ich. Also als Frau, als Freundin plus wärst du okay. Und dann hat die Person eine Woche später noch cooler Stream heute geschrieben. Ja, das ist natürlich auch toll. So solche Komplimente mag man gerne haben. Naja, an den Komplimenten machen arbeiten wir nochmal. Ein Corki! Oh Gott! Oh Gott! Chill, Kollege, chill! Oh mein Gott! Ist so gut hier! Chill! Da kann ich froh sein, dass ich nur morgens von der Katze so geweckt werde. Und nicht mehr vom Hund. Schau mal, der klettert, als wäre er eine Katze. Das ist ja das Schlimme. Was machst denn du da hinten? Ey, Schatz! Jetzt hab ich's rausgefunden! Da ist die Seele von unserer Katze! Und unsere Katze hat die Seele von diesem Hund! Ich meine, unsere Katze benimmt sich manchmal eher wie ein Hund als wie eine Katze. Deswegen kam ich schon auf den Gedanken, ob da irgendwie eine Seelenwanderung passiert ist. So kennt man ja buddhistisch. Ich bin ja Buddhistin, Shintoistin, daher kenne ich das so mit der Seelenwanderung und verbessert oder verschlechtert. Wobei, ein Hund, der zur Katze wird, hat sich verbessert. Eine Katze, die zum Hund wird, verschlechtert. Verlieren würden beide, wenn sie Mensch werden. Also ich finde, dieses Braun ist schon so ein bisschen altbacken in Kombination mit dem Weiß, nicht? Findet ihr nicht? Hello! Es fängt schon wieder, also... Es ist aber auch immer, wenn ich hier bin. Ich mache nur so eine Scheiße, wenn ich hier bin. Ja, dann geh doch nicht dahin, dann mach doch keine Kochstreams, wenn du sie nicht kannst, weil du damit nicht zurechtkommst. Ganz einfach. Ja, was mal interessant wäre, so ein Kochstream von unserem Kistenkater, der kocht nämlich auch mittlerweile sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut sogar. Und der backt ganz viel. Hoffentlich habe ich ihn jetzt nicht auf Ideen gebracht. Kennt ihr schon meinen Hocker? Guck mal. Ja, so einen habe ich auch, aber ich weiß wenigstens damit umzugehen. Oh Mann, Mensch, Leute, wenn ihr euch solche Sachen kauft, ja, also solche Bürostühle oder Gamingstühle, ja, dann lernt doch wenigstens, bevor ihr sie ausprobiert, wie man damit umgeht. Wie Kistengarder schon schreibt, das üben wir doch mal. Ja, genau, das üben wir doch mal. Haben wir ein Echo in meiner Stimme? Kannst du mich mal loslassen, bitte? Du, deine Kralle hängt in meinem Hut fest. Ist für uns beide nicht geil. Ja, oder der Hut hängt in der Kralle fest. Je nachdem, wie man rum dann das sieht. Die Katze würde eher sagen, der Hut hält mich fest, als statt ich den Hut. Dann würde ich vielleicht bei meinen nur so als dein Hinweis, weil ich leide jetzt gerade mit dem Tier und nicht mit dem Hut. Zieh dein Headset ab, mach den Hut ab und befreie die Katze. Nur mal so als kleiner Rat am Rande, auch wenn das jetzt schon eine Woche zu spät wahrscheinlich kommt. Ist gar nichts. Ich dachte, ich kriege irgendwas Geiles. Und das rennt nur so, nö, hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Tut mir leid. Ja, da machte das Rind das einzig Machbare, es machte Seppuku. Es sprang von der Klippe. Ja. Das dritte Bild von links ist einfach mal ein Ding-Dong. Ich will die Bilder sehen, ich will die Bilder sehen. Meine Stinkmorchel. Das ist eine Stinkmorchel, meine Freunde. Es ist ein Pilz. Und wisst ihr, was das Tolle an der Stinkmorchel ist? Dass die immer voller Fliegen ist. Weil die so stinkt.
korrigiert mich jetzt, aber irgendwie habe ich das jetzt gerade nicht verstanden. Was, es ist toll, weil das an der Stinkmorschel so viele Fliegen sind, weil sie stinkt. Ja gut, okay, deswegen heißt sie auch Stinkmorschel. Die Optik dieses Pilzes in diesem Falle war sehr weird. ja, man hätte es auch mit was anderem verwechseln können. In Bezug darauf hätte ich jetzt eher gedacht, nein, wir spinnen diese Gedanken nicht, weil das kriege ich wieder Bilder im Kopf. Bonka? Bonka, mach ihn fertig. Chonka! hab ich nicht verstanden. Gebe ich ehrlich zu, hab ich nicht verstanden. Our mountain Fontaine, we wanna draw it a bit early before we wanna put the right color with the poo-poo brown. You exactly. It's like you're peeing in the wind. And when you're peeing in the wind, sometimes you don't can control it, right? And then the pee-pee goes arr. The pee-pee goes arr. Also ich finde Toro als Bob Ross, das passt. ich liebe auch die Zeichen- oder Malstreams von Bob Ross. Der macht das immer super toll. In ganz kurzer Zeit tolle Bilder hinzaubern und vor allen Dingen gut erklären. Und vor allen Dingen in einem Englisch erklären, das man versteht. Das ist das Gute. Und kann ich euch nur empfehlen, die beiden. Natürlich Toro auch. Also ja, fand ich mir aber schön, dass das reingeklippt worden ist. So, jetzt sind wir, oder was? Stadtmusikanten. Ente. Das ist schon wieder zusammengesetzt. Was für Ente? Was für Ente? Erika. Warte mal, Ente, Quartett, das ist ein Huhn. Das ist ein Huhn. Das ist keine Ente. Das ist ein Huhn. Welche Ente ist dabei? Was waren das? Hund, Katze, Esel? Nee, nee, Ente, Esel. Esel, Katze. Wie kann man sich nur so darüber aufregen, dass bei den Bremer Stadtmusikanten ein Huhn statt einer Ente dabei wäre? Ich weiß, nein, da ist ja ein Huhn dabei und keine Ente. Natürlich, das ist schon richtig. Aber da muss es schon nicht so drüber aufregen. Im Übrigen, nur damit ihr wisst, Esel, Hund, Katze, Huhn. Das sind die Bremer Stadtmusikanten. Ja. Es hatte sich zu dem Casting kein anderer angemeldet, deswegen kam die. Aber guckt euch das mal an. In der Leipziger Innenstadt saß ich auf diesem Bildschirm mit diesen Katzenohren. Ich wusste das nicht. Ich habe überhaupt kein Problem damit, das vor euch zu machen. Ich habe kein Problem damit, das auf einer Bühne vor Leuten zu machen, die dafür kommen. Aber da liefen einfach alte Omis durch die Leipziger Innenstadt und lernten mich kennen als Kätzchen mit pinken Ohren, die allem hinterherrennt, was glitzert. Ja, und? Das ist doch dein Markenzeichen. Sei doch froh, wenn die Leute dich so kennenlernen. Das ist ein Wiedererkennungswert. Also, ich hätte nichts dagegen. Wobei, ich habe natürlich keine Katzenohren. Und Glitzer renne ich auch nicht unbedingt hinterher. Aber, ja, gut. Gut, die Frage gebe ich jetzt weiter. Welche Titelmelodie von welchem Spiel war das? Sie kam mir bekannt vor. Aber natürlich sind die Titelmelodien von Spielen meistens etwas pompöser aufgezogen, sodass man das mit einem einzelnen Bass gespielt ein bisschen schwierig hat. Ja, ich kann es auch nicht erinnern. Also wenn ihr wisst, was das für eine Melodie war, unten in die Kommentare bitte. Falls ihr jetzt hier live bei Twitch zuschaut und das noch mitbekommt, einfach in den Chat, dann kriege ich das mit. Also auch unser Kistengeiler sagt, er kommt ihm bekannt vor und er kann es aber nicht einordnen. Your favorite kind of pie. Penis! That sounds delicious. Hab schon 20 Mal gesehen. Upsi. Das war jetzt auch nicht. Also, erstmal, sowas schreibt man nicht in eine Kindersendung rein. Erstens mal. So, das zum einen. Zweitens mal, haben sich der Kühlschrank und der Herd nach oben und unten bewegt? Interessante Elektrogeräte.
Die würde ich austauschen. Ich würde mir Gedanken machen, wenn du dir eine solche Kindersendung schon 20 Mal angeguckt hättest. Nur so. Am Rande. Mann, ich habe keinen gesehen, wenn da ein Schild steht, Ziegen. Dass die ihre Nahrung auf Twitch. Okay. Das war Natur. Tiere haben da keine Hemmungen. Und zum Glück müssen Tiere auch keine Hemmungen haben. Bei uns, wenn das ein Mensch machen würde, würde jetzt dann irgendjemand mit Sicherheit mit Anzeige drohen. Aber das Gesicht von ihm war gut. Auch wenn man nicht gesehen hat, was die zwei Ziegen da gemacht haben. Ja, ja, die Mimik war geil, genau. Oh mein, das war gut. Ja, ja, vielleicht hat er das auch noch nie erlebt. Also ich denke mal so, ja. Ja, mir liegt jetzt was auf der Zunge, aber das lasse ich jetzt da liegen. Die meine ja eigentlich auch nicht so. Ich meine, du hast ja gesehen so, aber das ist trotzdem so dieser minimale Auffliegepunkt. Ja, natürliche dazu. Brüste, die sind halt auch einfach ein bisschen noch natürlicher als so gemachte Brüste. Da ist er wieder. Wir haben ihn dieses Mal drin, diesmal haben sie dran gedacht. Und ich habe gerade schon, als sie diesen Spruch losliest, gedacht, das ist doch der perfekte Spruch der Woche und schwupp kommt er. Natürliche Brüste sind halt auch einfach noch ein bisschen natürlicher als so gemachte Brüste. Ja, ist ja klar, natürliche Brüste sind ja auch natürlich. Warum sollten sie da nicht natürlich wirken? Ja, gut, weiter. Ich habe halt gestern ausprobiert, wie es als Mann ist, in der Missionarstellung so lange durchzuhalten. Und dann habe ich das in meinem besoffenen Zustand ausprobiert. Alisa, ich gucke gerade Twitch Clips Germany und du bist da gerade drin mit diesem Missionarsstellungsvideo. Kannst du mir dieses Video zukommen lassen? Ich habe letzte Woche schon einen Bedarf angemeldet, weil ich wollte das auch sehen. Das ist echt... Ich bei allem Verständnis, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Gut, im besoffenen Zustand macht man komische Dinge, aber als Frau wie ein Mann zu agieren... hallo? Vor allen Dingen, ja, naja, gut, lassen wir das. Das hatten wir letzte Woche. Das Auto sieht ein bisschen komisch aus. Oh, oh, warte, was? Au! Ja, das war doch... Ja, du bist auf der einen Seite ausgewischt, aber auf der anderen Seite in die Leitplanke gerast. Deswegen war das Auto jetzt hinüber. Ja. Ich weiß, Schatz, dass du mir das mit den Brüsten auch übersagst. Ja, ist ja gut. Lass mir das. Unsere Schiffe haben den Millennium Falcon gesichtet, Lord Vader. Aber er ist in ein Asteroidenfeld geflogen und wir können es nicht... Asteroiden? Millennium Falcon? Du bist doch nicht ganz sauer. Sehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Oder ich muss fürs Lebenshilfe-Sommerfest üben. Gib dir den Sande. Also, wenn das so ein Film gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob der Film so ein Erfolg geworden wäre. Cooler Meme, cooler Meme. Ich weiß nur nicht, was das mit Jedi Survivor zu tun hatte, aber gut, okay. Es war aus dem Film und nicht aus dem, ja gut, lass mir das. Ah. Schaut, wie gut das funktioniert. Nee, nee, nee. Nein, da passt überhaupt nichts und ich finde das nicht lustig. Nicht lustig, definitiv. Mal ganz einfach dahin mal. Ja, das auch noch. Nein, ja, ich brauche wohl doch Hilfe.
Ich brauche spezielle Heilkräuter und Medizin gegen die... Ich bin weggeflogen. Mann! Ja. Also, erstmal natürlich noch den Kommentar von Kistenkarte zum letzten Video. Ich hatte ihn noch gesehen gehabt, das war meine Reaktion darauf war, das ist genau das auch. Das arme Nori-Blatt. Und das war jetzt gerade lustig. Du unterhältst dich und gehst einfach weg. Das ist unhöflich. Sowas macht man nicht. Das ist unhöflich. Obwohl es ein cooler Move war. Okay. Nee, war der Falsche. Michael von... Nee, war auch der Falsche. Guck mal, ich... Schön, dass ihr mal wieder... Ja, keine Ahnung. Sagt einfach nichts. Ich möchte nichts hören. Lieber nicht. Das... Der Moment, in dem du merkst, dass du auf deinem Steamboard zu viele Knöpfe hast und nicht weißt, wie sie beschriftet sind. Nein, wie sie belegt sind, so rum. Genau. Da fällt mir ein, das sollte ich vielleicht auch mal wieder einführen. Aber ich bin da noch, ja, warten wir doch mal, ja, genau. No! Oh mein Gott! Hi, Olli. Hallo. Und du, okay? Dieser Clip war jetzt irgendwie verstörend. Erst einmal, sie spielt Redfall. Der größte Reinfall der Spielegeschichte in diesem Jahr zumindest. Mindestens. Zweitens, sie erschreckt sich vor ihrem Mann. Würde mir zu denken geben, Olli. Und dann dieses Drücki, das fand ich süß von Anne. Genau. Das sieht nicht gesund aus. Okay, Leute, wir haben einen Behack. Der Sound hört sich gerade echt nicht gut an, ne? Nee, nicht gut. Gar nicht gut. Die Bewegung dazu passt auch wunderbar. Und also ich hoffe, es waren keine Kinder anwesend. Dann haben die Eltern jetzt garantiert Probleme mit den Fragen. Mami, was machen die denn da? Aber das passt alles. Da passt alles. Geiler Bug. Oder das waren richtig gute Mindgames. Oh, wow. Du bist dran. Geh da hoch auf diese Antennenrestigkeit und dann schießt die Tür. Sie schaffen irgendwann in ihrem Leben schafft sie es doch mal, ein Worms-Spiel so zu spielen, wie man es spielen sollte. Und nicht sich beim ersten Angriff ab in die Pampe zu werfen. Genau. Ich liebe Worms. Worms ist geil. Das ist so schwer, das gibt's doch nicht. Ja, wenn... Ja, natürlich ist da ein Feuer! Klasse! Ja, natürlich, ich verbrenne mich wieder irgendwo. Toll! Ja, wenn du das doch weißt, warum guckst du dann nicht, wo du hinrennst? Vor allen Dingen, warum bleibst du drinnen stehen? Bodeneffekte immer rausgehen, egal bei welchem Spiel. Außer es sind Heileffekte, dann bleibt man drin stehen. Aber bei einem Dark Souls Game, da ist nun mal kein Bodeneffekt zum Heilen, wenn man alleine unterwegs ist. Ich komme. Hey, wohin? Nee, das kommst du nicht. Loch. Ja. Der Moment, in dem du feststellst, dass du in das Falsche gesprungen bist, ist meistens der Moment, in dem es zu spät war. Ja, so passiert's. Also achtet drauf, wenn ihr irgendwo hinrennt, damit ihr auch wisst, wo ihr hinrennt. Ja, wir machen das. Wir machen auf jeden Fall einen Cross-Stream auch noch. Da hab ich richtig Bock drauf. Ich hab richtig Bock auf Cross-Streams. Ich hab da richtig Lust drauf. Das ist so Content, den ich mir. Also, wo ich einfach richtig Bock habe. Würde ich auch noch machen. Mal gucken, wann. Aber ich krieg sowas von der Food Poisoning nach dieser Mahlzeit. Erst redet er von einem Cross-Stream und dann redet er von Essen. Zwei Dinge, die irgendwie nicht ganz zusammenpassten. Aber gut, es war's Clip wert, also immerhin. Unser Held ist eine Runde unverwundbar. Es kann eigentlich kann nichts passieren. Und wenn die beiden hier, unsere Nahkämpfer, angegriffen werden, die schlagen dann auch zurück mit aller Kraft. Und eigentlich darf nichts passieren. So, okay, was macht... Er läuft außen rum! Ja,
Das ist wie wenn man als Spielleiter bei einem Rollenspiel alles bedenkt und die Helden noch einen Punkt finden, den sie ausnutzen können. Und genau den nutzen sie dann aus. Deswegen immer an alles denken, auch an das Unsinnigste, das es gibt. Ich bin da jetzt gerade dabei, weil ich bereite gerade ein Rollenspielabenteuer für eine Con vor. Und ich bin mal gespannt, ob ich es dieses Mal schaffe, wirklich alle Eventualitäten, die die Helden, das sind Spieler, die ich noch nicht kenne, weil das auf einer Con, wie gesagt, ist, finden werden, dann auch einzubeziehen und da mir kriegen. Ja, ein Kerzchen auch für dich, Kistenkater. Zweitens kann ich nicht vor anderen Menschen pupsen, das geht gar nicht. Das kann ich überhaupt nicht. Will ich auch nicht können. Und zweitens wäre mir das viel zu unangenehm. Ich bin zu höflich für sowas. On Stream tue ich nur immer so, als wäre ich knallhart. Aber eigentlich bin ich voll die, wie sagt man, die Mimöse? Mimose. Die Mimose bin ich. So meine ich das. Was für eine Möse. Sagt man nicht Möse zu weiblichen, wisst ihr? Ja, oder? Genau das sagt man dazu. Ja, genau. Und du hast es jetzt mehr als einmal wiederholt. Ich glaube, das reicht jetzt. Ah, geil, geil, geil. Da hast du gehört, da wurde geschimpft. Hi. Da wurde geschimpft. Da hat jemand von oben geschimpft, weil er nicht begrüßt worden ist. Jawohl, ja. Ich würde ihn nicht begrüßen, deswegen. Ich check's grad nicht. Hä? Bewegt sich. Ah, okay. Der Boden bewegt sich und ein. Das ist ja mal. Ich hatte jetzt hier so 10 Stunden gewartet. Okay, wir gehen dann mal weiter. Okay. Okay, also das war jetzt wirklich schön. Im ersten Augenblick habe ich gedacht, die beiden Pfeiler bewegen sich und dachte noch, Moment, falsch. Ganz. Am ersten Moment habe ich gedacht, er bewegt sich so. Und dachte mir so, Moment mal, er müsste sich doch so bewegen und nicht so. Dann habe ich gedacht, weil an zwei Pfeilern hing, dass sich die Pfeiler bewegen. Und erst in dem Augenblick, wo sie sagte, der Boden bewegt sich, da fiel mir das auch auf. Das ist eine geile optische Täuschung gewesen, aber mal richtig cool. Was ist in meinem Lichtschwert? Das, soll das so sein? Das sieht nicht Klar, gut aus. Muss pipi. Es tut mir leid, dass wir uns das jetzt angucken müssen. Er hat auch einen harten Strahl, der hat lange nicht mehr gepinkelt. Sehr viel Tee getrunken vorher. Ist ein bisschen unangenehm jetzt, Kerl. Wir sind live. Ich hab's dir gesagt, wir gehen heute live. Nee. Oh Mann, warum gibt es im Spiel sonst unsinnige Bugs? Ich weiß es, damit die Streamer was zu tun haben. Und bei Twitch gibt's Germany landen. Nee, nicht schon wieder das. Zum Auge. Ja. Und das ein bisschen berühren. Aha. So, dann gehst du wieder rüber. Aha. Auf die Nase. An der Wange vorbei. So. Und das war die kitzelige Stelle. Und ich da. Dabei ist gefühlt. Also das Video war ja in der letzten Woche beim ersten Mal gucken schon weird. Aber jetzt wird es noch weirder. Okay, ich stelle mir gar nicht vor, was wir nächste Woche sehen. Oh mein Gott. Nein. Ah, Bilder im Kopf. Dunk. Ey. Ey. Doing it. Alright. Hä? Oh mein Gott, ich habe keinen Raumanzug angezogen. Ja, das kann im Weltall einen kurzen Moment sehr problematisch werden und dann hat man es hinter sich. Ich habe mich auch gewundert, so Moment mal, warum hat sie da nicht was vergessen? Aber gut, okay. Hätte ja auch ein Feature sein können. Also an der Choreografie arbeiten wir definitiv nochmal.
Garantiert, hundertprozentig. Also das geht ja mal überhaupt nicht. Ja. Eine, ah, mittlerweile. Wie lange ist es schon her? Hilf mal. Sechsjährige Freundin. Ja. Und ja, wir gehen durch dick und dünn. Also, ich war ja mit Otto auf der Sendung. Ich habe auch gerade kurz geschluckt, Alter. Meine sechsjährige Freundin ist so. Einfach so. Naja. Okay. Okay. Ich habe mich ja gefragt, wie das zustande gekommen ist, dieser Titel, sechsjährige Freundin. Ich hatte ja damit gerechnet, dass entweder kennst du dich 6 Jahre, das war ja dann auch der Fall, oder aber, dass es wirklich eine sehr junge Freundin ist. Aber in diesem Zusammenhang, das so zu troppen, ganz schwierig, ganz schwierig. Also, ja. Oh, das war mies. Au. Oh, ich glaube, du solltest sie beschützen und nicht umbringen lassen. Oh. Aber cool gemacht. Go, Feli. Hier ins Gesicht. Oh, Spaß. Aber ja, Hauptsache, ich werde das. Sehr gut. Das Kind. Ich bin doch schon hier aus! Das war die Rache! Leute, wir hätten noch einen Andel und Zunder. Ja, Opa, das sieht gut aus! Weiter, jetzt nicht aufhören! Sehr gut! Es wird schon warm hier bei mir, super! Oh mein Gott, das klingt so falsch! Ruhe! Nice! Weiter? Auch noch die richtige Reihenfolge. Weiter? Okay, Merkur, okay, jetzt, nee. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, ja. Sonne. Na, was? Hä? Sonntag? Sonne! Julia! Das ist unser Sonnensystem! Es gibt noch den Elektrikmarkt. Sie meinte Saturn. Sie meinte definitiv Saturn. Die Sonne ist in der Mitte, nicht ganz hinten. Und Saturn, das ist der mit den... Nein, das ist der Jupiter mit den Ringen. Der Saturn, ja. Elektromarkt, obwohl, das kann man jetzt ja auch nicht mehr sagen, weil die sind ja nicht mehr alleine. Die heißt jetzt, ja, Mediamarkt Saturn. Ja, gut. Seht ihr? Nächste Werbung. Ich habe noch nie so viel Fleisch an einem Stück gesehen, das so an der anderen dran war. Aber wir haben das doch schon mal gesehen. Der war nicht schlecht. Dinge, die wir nicht wissen wollten und die wir doch zu hören bekommen. Aber das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Ich habe noch nie so viel Fleisch an einem Stück gesehen, so nah an dir. Na, er war doch auch ein Berg von Fleisch eines Mannes, so. Ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Mein freut sich jetzt wieder, er darf jetzt wieder klippen und irgendwas. Blöde Maus. Das war jetzt meine Maus. Die, lassen wir das. Achso. Ja, wir haben auch direkt Legendäre bekommen, so die höchste Stufe. Weil wir aber auch legendäre Leute sind. Ja, stimmt, das hat das Spiel erkannt, ne? Ja. Das nutzt die Kamera, um zu sehen, wer davor sitzt. Und dann wird das rein oberflächlich entschieden. Deshalb ist dein Stream auch abgestürzt. Freunde und Feinde, ich sag's immer wieder. Aber wieder Redfall. Dieses Spiel ist eindeutig falsch benannt. Also im Deutschen würde ich wirklich sagen, schreibt da nicht Redfall drauf, sondern Reinfall. Das passt. Hey, kurze Frage. Ja, genau, willst du? Okay, warte, ich komme! Komm, gib die Palle! Palle, komm! Ja, ja! Jawohl! Danke, wollt ihr eine kurze Strecke? Nee, danke. Alles klar, dann ciao, schönen Tag noch! Hey, das nenne ich mal Kollegialismus, unbekannterweise, ja, passt doch, war doch schön. Haben sie geteilt, haben sich gefreut. Ja, und er hat das auch hingekriegt, so einigermaßen. Aber mit der Koordination am Ruderboot sollten wir noch ein bisschen arbeiten. So, und wir gehen da rein. Rein, nicht raus. Rein, nicht raus. Also, wenn da steht verlassen, heißt das, man geht raus und nicht rein in das Spiel. Rein in das Spiel ist meistens weiter oben. Nur so als Koordinationshilfe. Slap, just a slap. Just slapping, just slumber.
Das tat weh. Das tat weh. Das hörte sich auch wehtut an. Definitiv. Au, 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 au. Ja, ja, ja. Nice. Du, irgendwas in meinem Zimmer riecht geil, ja. Entweder von draußen oder meine Mom. Wollten wir das jetzt wissen, aber ich nehme mal an, dass er das Essen meinte. Hoffen wir mal, dass er das meinte. Ey, und hast du gesehen, Kiss, gerade war wieder dein Mikrofon. Also das, was du auch hast. Okay, cool. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles über dich. Du hast mir so viel erzählt, Alter. Ich glaube, du warst die schnellste bisher. Ja, oh mein Gott. Oh Gott! Ich hab mich... Was war das denn? Dachtest du gerade, das wäre bei dir? Hey, das ist gut. Das ist gut. Wer macht einen Talk und ja. Hier kommt auch gleich wieder was angewackelt. Cool. Angewackelt? Ja, angewackelt. Du riechst gut. Du riechst gut. Weil du riechst gut. Ist das Arts Wild? Ich weiß, das riecht gut. Langsam könnten wir auch bei Twitch Clip Germanys anfangen. Ja, aber das Problem ist, dass uns keiner, dass unsere Clips keiner vorschlägt. Bessere Leitung in den Warenkorb. Ich glaube, selbst wenn wir eine bessere Leitung hätten, würde es das nicht besser machen, wenn Monsieur mit Vollspeed hochlädt. Das macht man auch nicht. Bei sowas spricht man sich ab. Man lädt nicht etwas hoch, wenn der andere am Streamen ist. Sowas ist ganz mies. Und, ja, genau. Das macht man nicht. Man, ja, ist einfach so. Die Zirkuskuppel wird auf 1,20 Meter angehoben. Was? Dann können die Männer innen die Plane mit Spanngurten stramm ziehen. Er hat gerade nicht Männer gegendert. Dann können die Männer innen die Plane mit Spanngurten stramm ziehen. Dann können die Männer innen... Emotional Nein. Damage! Dann können die Männer innen die Plane, also innen drin die Plane anspannen. Wow, er hat's rausgekriegt. Junge, ich bin mittlerweile so getriggert von dem ganzen Thema. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre ja zu dem Teil, für das das angeblich gemacht wird. Aber ich finde das so unsinnig selbst. Das geht mir auch so auf den Geist. Das, auch die Memes teilweise gehen mir mittlerweile auf den Geist. Aber das war jetzt wirklich weird ausgesprochen. Aber trotzdem, lass das. Man muss die Sprache nicht schon mehr verhunzen, als sie sowieso schon verhunzt ist. Also dieses Gendern, lass es einfach. Erinnerst du dich nur dran, wie du beim ersten Film gesagt hast, nein, Chess, wir brauchen keinen Depp-Counter. Doch werden wir nicht sterben. Ja, erinnere ich mich. Wir sterben ja auch nicht oft. Und schon war er tot. Ja, gestorben mit Ansage, auch wenn das die falsche Ansage war. Aber so kann es gehen. Ja, das ist halt einfach so. Also, ja, genau. Ja, wann werdet ihr es endlich mal lernen? Solche Sachen sagt man nicht, wenn man nicht sterben will. Danke, okay, warte. Ach, jetzt noch Gisa, bitte. Oh, hallo, ich bin gar nicht so scheiße. Da stand doch extra dran, don't push, nicht drücken. Aber wie der Mensch so ist, ein großer roter Knopf. Und was machen wir? Wir hauen drauf. Klar, das ist irgendwie genetisch so bei uns eingebrannt. Deswegen würde ich jetzt dafür plädieren, dass wir die ganzen Atomraketenknöpfe nicht mehr rot, sondern grün machen. Oh, das ist auch nicht gut. Wir nehmen irgendeine andere Farbe. Auf jeden Fall weder rot noch grün. Irgendeine andere Farbe. Da so rüber. Und dann bist du so. Okay. Ich habe nicht die perfekte Hose dafür an, weil die ist sehr weit, aber... Was hat das mit der Hose zu tun? Oh, ne. Warte. Es geht! Entschuldigung, aber das ist wirklich gerade ein kompliziertes Thema. Auf Boden vielleicht einfacher.
Es hat furchtbar geknackt. Oh, immer noch. Ich komme nicht mehr raus. Oh. Heute haben sie es mit den Streams. Ja. Jetzt schmeckt die Scheiße aber hier nach Kohle. Was macht die Frau? Also heute die Clips sind echt gemein. Jetzt habe ich schon zweimal mehrfach gedrückt, obwohl es gar nicht Clipende war. Also das werdet ihr aber wahrscheinlich im YouTube-Video nicht mehr sehen, weil ich es da rausgeschnitten habe. Obwohl, vielleicht lasse ich es mal drin, wäre auch nicht schlecht. Zum anderen, bevor ihr euch jetzt fragt, ob ich das hier bei mir auch mache, nein, mache ich nicht, definitiv nicht. Sehe ich gar nicht ein. Ich spreche mir durch die Haxen, bin ich von allen guten Geistern verlassen. Und mit der Hosenweite hat das überhaupt nichts zu tun. Man muss nur bewegliche Knochen haben und meine sind nicht mehr so beweglich. Das war ja noch viel heller. So, das ist das da. Und das da. Das ist eine miese Beleuchtung, eine ganz miese Beleuchtung. Die tut ja schon weh, wenn man vor dem Bildschirm sitzt, anstatt direkt vor der Linse, also vor dem Licht. Also, Abgesehen davon, man sieht dann bei nichts mehr was. Nope, 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 oh. Nope. Thanks. Hello. Nope, 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 nope. Ey, mit so Scheiße, Junge, das darf man niemandem erklären. Das sollst du ja auch niemandem erklären, du sollst es jemandem zeigen. Und dass du deine Figur nicht im Griff hast, hat man ganz deutlich gesehen. Ja, ja, ja. Overwatch. Manche können es, manche eben nicht. Und die, die es nicht können, zeigen es meistens. Hey, das ist noch viel Spaß auf Arbeit. Bis später. Aua, jetzt habe ich auf meinen Controller gesetzt. Und mich selber hochgejagt. Das kann doch nicht sein. Ja, doch. Hast du doch gesehen, dass das sein kann. So, und was haben wir da? Da haben wir schon das Ende von dem Ganzen und ja, genau. Was auch Spaß macht, ist, wenn ihr diesem Like ein Video gebt. Ne, warte mal. Wenn ich hey, das war cool, das war cool. Ja, dann geben wir diesem Like mal ein Video, natürlich umgekehrt, dem Video ein Like, und zwar, wenn euch das Ganze gefallen hat. Also ich fand es wieder super toll, wobei ich sage, ich hasse es ja bei fast jeder Folge, aber es ist einfach so, diese, bitte, jetzt habe ich mich völlig verhaspelt, so, also, ganz einfach. Wenn ich finde diese Clip-Zusammenschnitte immer super toll. Ah, so, okay. Also, wenn euch das Ganze auch gefallen hat, mit meinen Kommentaren, wäre natürlich schön. Dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und nicht über ein Video. Dazu, nein. Ja, genau. Ein Abo wäre auch schön. Und ja, ihr kennt das Ganze, ja. Das müssen wir jetzt nicht jedes Mal wieder von vorne durchbeten. Aber wie gesagt, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, wäre das natürlich schön, wenn ihr das macht. Wir machen das Ganze natürlich auch, wenn ihr das bei Twitch Clips Germany machen wollt. Da unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Ich mache das hier, abonniert haben wir schon. Like gibt es von mir oben drauf. Und ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was man reacten könnte, oder Vorschläge, was ich verbessern könnte, oder Kritik habt, weil ich irgendwas mistlich gemacht habe, oder sonst irgendwas loswerden wollt, was ihr mir schon immer mal sagen wolltet, euch aber nicht getraut habt, dann da unten in die Kommentare. Ich reagiere auf jeden Kommentar, der über der Gürtellinie ist. Unter der Gürtellinie muss ich gucken. Da wird er wahrscheinlich aber auch nicht angezeigt. Gut. Und ja, mir bleibt dann für diese Woche nur zu sagen, danke, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Wir sehen uns wieder. Tschüss, eure Josie.